Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mirror's Edge Catalyst. Und nachdem wir in der letzten Folge von dem Sentinel nach unten gestoßen worden, sind wir jetzt wieder an derselben Stelle angekommen. Und, oh Gott. So. Und müssen quasi schauen, wie wir weiter fliehen. Oh Gott. Okay, okay. So, hier wurden wir runtergeschossen. Was? Ah, okay, da lang. Puh, also ich finde auf dem Joypad sind manchmal die Sachen schon echt ein bisschen schwieriger. Und... Nein! Ich hab den Aufzugsschacht verfehlt. Wie gesagt, die Aufzugstür. So. Einmal drehen. Und. So. Sehr gut. Wir sind oben. Boah, jetzt kam aber die Runner Vision echt spät. Also der Tipp, dass wir über die Wand laufen müssen. Da dachte ich schon, ich muss nur springen. So. Okay, wir sind oben. Da hoch. Yes. Hier runter. Komm nach Hause. Und abrollen. Sehr gut. Fokusschild durch. Freerunner-Aktion. Okay, wir bauen ein Schild auf, wenn wir gut laufen. Okay. Meine Verzögerung einzusetzen. L und R2. Aha. Was machen wir dann da? Ist das ein Slow-Mo-Effekt dann oder wie? Ach, sollen wir dieses Fokusschild generell machen? Wieder eine Fokusschildanzeige. Ah, okay, also wenn ich jetzt hier dieses so mache, verbrauche ich dann mein Fokusschild direkt. Ich bin jetzt auf dem Weg durch den Tower. Und übernehme dann noch kurz eine Lieferung. Ich schaue später nochmal bei dir vorbei. Okay. Ja, wir haben jetzt unsere Energie halt verbraucht, deswegen. Wir müssen noch ein Spiel zu Ende bringen. Alles klar, ich verstehe. Sobald du näher kommst, wirst du die Zeichen erkennen, Faith. Folge ihnen einfach bis nach Hause. Anschließend sollten wir dafür sorgen, dass du wieder in die Welt eingeführt wirst. Ich habe einen Run für dich, mit dem wir das hinkriegen müssen. So. Fokusschild ist voll. Dann mal weiter. Oh Gott, über die Wand. Und nochmal. Die Sprünge sehen so krass weit aus. Dass sie das geschafft hat. Und rutschen. Yes. Wie war's im Knast? Da lang.
Okay. Das heißt, dieser Zugang müsste ein Lass mal sehen. Zeig mir das mal. Kein Problem. Und hier kommst du hoch in den vierten Stock, okay? Von dort aus gelangst und du dann... Und Noah? Was gibt's Neues? Die sollen heute eine Runnerin freigelassen haben. Echt? Dann gib ihr einen Run. Sie war ziemlich lange weg. Das tut ihr bestimmt echt leid. Vielleicht hat sie ja was gelernt, während sie weg war. Vielleicht. Es tut mir so leid. Du bist alt geworden. Ja, du blöde Kuh. Nett hast du's hier. Ja. Ist es okay, wenn ich einziehe? Davon bin ich ausgegangen. Und was ist mit dem Run? Sprich mit Birdman. Er sagt dir, was zu tun ist. Der Neue. Der ist ein bisschen verkrampft. Icarus? Mhm. Der ist okay. Der beste Runner, den ich kenne. Der Beste? Sprich mit Birdman, dann sehen wir weiter. Ja, ich bin hier. Dogan hat mir Grüße geschickt. Ja. Das klären wir später. Jetzt geh. Überrasch mich. Okay, wir sollen also mit Birdman reden. Ach, übrigens, da wartet ein Paket auf dich, Faith. Ich denke, dir wird gefallen, was du darin findest. Oh, ich bin gespannt. Hier vorne. Meine Klamotten. Nomad hat sie vorbeigebracht, direkt nachdem du geschnappt wurdest. Ich habe dein Beat mit einer Kartenmod von Glass aufgerüstet. Du wirst sie brauchen, um dich zurechtzufinden und auch die kleineren Runs überall in der Stadt zu entdecken. Sehr cool. Welche Taste sollen wir drücken, für um Upgrades zu kaufen? Hä? Oh Mann. Es war im Ernst, einfach das Touchpad zu drücken? Oh Gott. Sehr gut. So, wir können... Was können wir denn hier machen? Upgrade-Punkte... Okay, wir können schneller klettern. Sprungbereit. Wallrun. Hä, das können wir doch normal auch, oder? Können wir das jeweils immer nur verbessern dann? Nee, das können wir ja alles schon. Ach so, wir können die Sachen freischalten. Nächste Kategorie. Mhm. Ah, wir müssen, okay, wir müssen die Beatkarte kaufen. Okay. Aha. Jetzt zeigen wir also die Sachen an, wo wir hin müssen. Herauszoomen. Wegpunkt und Missionsziel platzieren. Da, Wegpunkt setzen. Okay.
Alles klar. Was haben wir denn da? Alles klar. Da haben wir jetzt Musik dann. Jukebox oder wie? Okay, wir müssen mal die Runner Vision anmachen. Da lang. Ah, ich komme mal hier nicht durch. Das war echt cool. Kannst du das nochmal machen? Hä? Ging die Vision nicht hier durch? Ach, durchs Fenster. Batman wird sich freuen, dich zu sehen. Er ist eines der wenigen Dinge, die sich überhaupt nicht verändert haben. Und Sie erhalten einen. Ah, da bist du ja. Was willst du? Oh, ich will dich einfach nur ansehen, solange du noch gesund und munter bist. Da oben erwartet eine prompte Rückzahlung deiner Schulden, weißt du? Ja, die wird er auch kriegen. Ja. Ja, das wird er. Okay, dann lauf mal schön weiter. Na, ja, super. Nun gut, hier rüber. Ah ja, meine beste Freundin kommt also aus dem Knast und hält es nicht mal für nötig, bei mir vorbeizuschauen. Und? Schon viel besser jetzt, wo du wieder frei bist. Und wie es der Zufall so will, könnte ich auch gleich deine Hilfe brauchen. So, langsam komme ich ganz gut zurecht damit. Ja, habe ich gehört. Ich finde ja, der alte Mann kann warten, aber das ist deine Entscheidung. Falls du deine Meinung änderst, findest du meine Position auf deiner Karte. Ja, wir machen erstmal das hier. So. Sobald du bei Bergman fertig bist, nehmen wir deine Probleme mit Dogen in Angriff. Und dann können wir das alles endlich hinter uns lassen. Was? Moment. Wir müssen hier hoch. Was? Okay, wir müssen da hochspringen irgendwie. Und dann darüber. Gott. Moment. Hier rein. Folge dem Rot. So. Hey, ganz ruhig. Lass meine Tür in Frieden. Geduld war noch nie deine Stärke, Faith. Dachte, du machst ein Nickerchen. Was machen doch alte Leute so? Pass auf, was du sagst, Faith. Ich schätze, mehr als 2 friedliche Jahre sind wohl nicht drin. Ja, ich hab dich auch vermisst. Noah will, dass ich dich teste. Ich habe ihm gesagt, das kann er vergessen. Aber ich habe einen Dash für dich. Der dürfte als Test genügen. Okay, klingt gut. Du hattest dein Futter, Calliope. Verschwinde! Ratten der Lüfte. Nie geben sie Ruhe. Aber sie sind nützlich. Geduld war noch nie deine Stärke. Stimmt. Deshalb verstehe ich dich auch. Und jetzt ab mit dir. Zeig den anderen Runnern, dass du auch nützlich bist. Schön, dass du zurück bist. So, das heißt, wir müssen uns jetzt zum Dash begeben. Ich will, dass du einen Dash bestreitest. Und ich kann mir auch vorstellen, welchen. Ich bin ihn früher so oft gelaufen, dass ich ihn mit verbundenen Augen geschafft habe. So, hier haben wir unseren Dash. Und noch was, Faith. Die markierte Route ist nicht immer die beste. Es kommt allein darauf an, dass du das Ziel in der schnellstmöglichen Zeit erreichst. Welchen Weg du dabei nimmst, ist egal. Oh Gott. Ich glaube, ich bleibe erstmal lieber auf der normalen Route. Oh, was? Verdammt. Wo ist denn das Ziel?
Nach vorne. Wow. Ich habe nicht gesehen, dass da eine... Scheiße. Gut, das bin ich jetzt nicht. Wo muss ich denn hin? Da vorne. Ohne Runner Vision ist das für mich echt ein Problem teilweise. Na toll, jetzt haben wir schon einen Stern weniger. Und noch einen Stern weniger. Nein! Oh Mann. Puh. Okay, fürs erste Mal war es ganz okay. Na. So gut, glaube ich, waren wir da jetzt nicht im Generellen. Hm, naja. Ich sehe, es ist deine Dash-Zeit im Beatfaith. Gut gemacht. Freut mich, dass du es immer noch drauf hast. Die Missionsbeförderung. Plastik 5. Das hört sich extrem schlecht an. Wir haben einen neuen Upgrade-Punkt. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Spielerprofil, da. Bewegung oder Kampf. Abrollen finde ich extrem nützlich. Das skill ich auf jeden Fall. Dass wir nicht immer so lange brauchen. So, dann mache ich hier aber jetzt erstmal eine Pause und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit einer neuen Folge Mirror's Edge und dann unseren ersten Aufträgen. Also dann, ciao, ciao.